Sauber hinten rausspielen. Scharf verteilt. Ich brauche mal schnell. Mach die mal besser. Boah, schönes Tor. Ja, danke. Oder nimm den Blick auf. Das muss ich nehmen. Die Halsdruck hat. Thank you.
Das Tor erfasst. Ja. Ah, gut gedacht. Ja, also heute haben wir im Gegensatz zum letzten Spiel gegen Magdeburg haben wir uns schon heute viel mehr Kampfgeist gezeigt. Wir haben heute einen Trick gemacht, wir haben heute in Schwarz gespielt statt in Gelb, um mal äußerlich auch zu zeigen, dass wir heute mal was anderes machen wollen. Und hat echt gut geklappt. Ne? Du hast es ja selbst gesehen im Spiel. Von Johnson hätten wir sogar noch deutlicher gewinnen müssen, aber wir sind schon zufrieden, dass wir heute klar das Ding hier zu Hause gewonnen haben. 3 Punkte, wichtige Punkte. Durch technisch starken Weimar, das ist auch nicht so einfach, also wir hatten nur ein paar Mal Glück, hätte auch anders ausgehen können. Das erste Spiel gegen die Weimar hier in Freiberg hatten wir ja noch verloren, 0-2, da sind wir heute ganz zufrieden, dass wir das heute so deutlich geschafft haben. Nach anfänglichem Verhalten kam von hinten enormer Druck, der danach zum 1-0 führte. Ja, das war ein schöner langer Ball mit Direktablage im Kreis. Da haben wir ein bisschen Glück auf uns. Das ist genau so eine Situation haben wir jetzt am Freitag trainiert, dieses direkte Blocken. Und war perfekt, dass wir es heute gleich mal umsetzen konnten. Dein Bruder hat mit enormem Einsatz gespielt, der auch belohnt wurde. Ja, Traumtor. Ich hoffe, du hast das mitgefilmt. Genau. Ja, das war ein Sonntagstreffer, kann man nicht anders sagen. Er sagt zwar, ja, war gewollt, aber für uns war es ein wichtiges Tor. Also auch, es war ein schönes Tor, aber extrem wichtig da, das 2.